Ausgangspunkt für diese Wanderung ist der Parkplatz La Granja westlich von Espoirlès. Nach einem kurzen Stück über die MA 1100 geht es auch gleich auf den Trockenmauerweg GR 221 in Richtung Banyal-Bouffar. Nach dem erneuten Überqueren der MA 1100 verläuft diese Rundtour fast ausschließlich durch dichten Wald. Der genutzte Abschnitt des GR 221 wartet mit nur geringen Steigungen auf. Der Weg ist oftmals gepflastert und von Mauern begleitet. Verschlossene Tore sind nach dem Passieren auch wieder zu verschließen. Ein möglicher Aufstieg zum Putsch de Samola wird hier passiert und dem GR 221 weiter gefolgt. Bei dem Weg durch den dichten Wald gibt dieser zwischendurch auch mal die Sicht in die Umgebung frei. Nach dem Col des Bi geht es kurz nochmal für ein paar Meter abwärts. Bei dieser Ruine, kurz vor dem Abzweig zur Finca San Salutres, wird hier dem Trampelpfad bergauf gefolgt. Es wird ein Fahrweg erreicht, der zunächst parallel zum Wanderweg zur Finca Planica nach Westen führt. An einer weiteren Ruine geht es dann höhengleich weiter. Von hier geht es auf dem Weg ein paar Serpentinen hinab, bevor mit Sicht auf die Nordabbrüche der Mola de Planica auf einem Pfad zu einem Steinbruch wieder aufgestiegen wird. Dabei sind am Wegrand immer wieder Farbmarkierungen zu finden. Vor dieser Wandflucht stehend geht es nun westlich bzw. rechts an ihr vorbei. Dabei wird links haltend einem Fahrweg gefolgt, der erst einmal fast höhengleich verläuft und zur Finca Planica führen würde. Könnte dem Weg auch weiter geradeaus folgen. Bei dieser Ruine wird jedoch einem aufsteigenden Pfad gefolgt, der ein paar Meter höher von der Richtung her praktisch zurückführt und sich bereits nach ca. 50 Metern verliert. Danach wird über einen weglosen Aufstieg senkrecht zum Hang ein Felsriegel erreicht. Links von ihm würde ein gesperrter Pfad nach oben führen. Daher geht es einfach rechts an seinem Wandfuß entlang. Ungefähr auf einen in der Wanderkarte mit 761 Metern Höhe angegebenen Punkt zuhaltend, wird diese markante Felsnadel passiert. Kurz vor Erreichen des vom Gipfel nach Westen herabziehenden Kamms wird ein alter Fahrweg erreicht, von dem aus der Comella des Teixos zu sehen ist. Ein markanter Vorgipfel des Putsch de Samola.
An seinem Ende geht es dann die letzten Meter bis zum Kamm weglos hinauf. Auf dem Kamm angelangt, wird diesem nun stets nach Osten zum Gipfel des Putsch de Samola gefolgt. Hier wäre der gesperrte Weg angekommen. Am einfachsten würde der Aufstieg verlaufen, wenn man den letzten Fahrweg über Es Bolcha einfach weitergelaufen wäre, womit die nun wieder vorhandenen Farbmarkierungen einem geholfen hätten. Von hier sind es nur noch ein paar Minuten bis zum Gipfel des Putsch de Samola. So oder so hat man vom Gipfel bei gutem Wetter ein super Panorama. Der Abstieg erfolgt über den nach Osten ziehenden Kamm. Nach wenigen Metern befindet man sich schon wieder im Wald, der wegen seiner südseitigen Ausrichtung dennoch einigermaßen sonnig ist. Ein ehemaliger Wirtschaftsweg wird nach wenigen Metern gequert und danach in eine Senke hineingelaufen. In ihr helfen Steinmänner und Farbmarkierungen bei der Orientierung weiter, wobei eine zusätzliche Wanderkarte unerlässlich ist. Am Col des Baus kann für ein paar Meter zu einer Aussichtskuppe abgestiegen werden. Neben dem Blick in die Ferne lohnt manchmal auch der Blick vor die Füße. Ab dem Col verläuft der Abstieg dann über einen klar erkennbaren Wanderweg, mal mit zusätzlichen Farbmarkierungen, mal mit Steinmännern. Man gelangt schließlich wieder auf den GR 221, womit dann alle Orientierungsprobleme vorbei sind. Auf dem nun bekannten Weg geht es jetzt wieder zurück.
Am Parkplatz endet dann eine Tour in Abgeschiedenheit.